Switch. Willkommen zur ersten Folge Minecraft Bordart Staffel 3. Und ja, das ist das liebe, tolle, neue PvP-Projekt, was der liebe Herr Paul2Craft, also ihr solltet Paul eigentlich kennen, veranstaltet. Und ja, hier sind einige andere Leute dabei, also 90% oder 80% Zuschauer, YouTuber, der Rest sind Zuschauer. Also guckt gerne bei den anderen auch vorbei. Und ja, good luck. Und ja. Es ist ein neues Projekt, ein PvP-Projekt. Paul hatte schon zwei Staffeln auf seinem Kanal und ich und Skelly sind hier das erste, ich und Skelly sind hier dabei und das ist jetzt dann das erste Mal für uns beide und ja. Jo, wir sind ready und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn es offiziell beginnt. Ich bin ready. Thanks. Okay, Leute, es beginnt 3, 2, 1, out. Out, Border 3 und raus hier. Und okay, wir haben einfach Essen bekommen, das ist nice. Ich mach mal, oh, wir haben Standard-Equip. Also, das ist schon mal nice, I guess. Leute, ich habe einfach abgezogen. Ich habe einfach zweimal Essen bekommen, Leute. Okay, lass mal kurz einen Überblick haben, wo wir ungefähr sind. Hier oben ist die Insel. Da würde ich sagen, gehen wir rauf. Okay, wir haben hier einen Antik-Atlas. Damit können wir gucken, wo wir sind. Okay, wir sind hier rechts bei der Insel. Ruine Meer. Okay, hier sieht man Quests, Dungeons, nice. Ich würde sagen, Leute, wir gehen uns diese Ruinen holen. Ah, wir brauchen erstmal Holz. Und ihr müsst wissen, diese Map ist alles custom gemacht von Paul und seinem Team und so weiter. Und ich weiß, oh, wir haben Blut einfach. Okay, nicht direkt Team auf dem, ich glaube, ich weiß nicht, mit ein paar Freunden und so weiter. Die ist komplett custom gemacht von, lol. Einfach kurzzeitig mal komplett, Leute, wie viel kann man eigentlich haben? Die eine Chest öffnen und dann, ja, right click open. Favorite Food. Okay, wir haben hier eine Double Chest fürs Impf. Das ist schon mal strong. Aber wie viel Luck, Leute, kann man haben, dass man einfach random Baum abbaut und eine Chest findet? Das ist schon mal cool, aber nice. Aber das, was ich sagen, das wird komplett custom gemacht. Das kann schon gut sein, dass, Leute, hier ein paar Fehler könnten sein von der Map so. Also keine Wilden, ihr wisst schon, so ist wie das irgendwo auf einmal, keine Ahnung, Wasser nur ein Block, eine Blockquelle ist. Und so ein Stuff und so weiter, Leute. Aber also nichts wirklich Aufregendes. Ich würde sagen, wir killen mal kurz das Schaf. Okay, mein Lootpack. Die ist, glaube ich, sind ein bisschen besser als unsere jetzigen, oder? Nein, sind gleich. Egal, dass die anziehen. Dann haben vielleicht die Leute, wenn wir welche sehen, mehr Angst. Ich spiele hier, Leute, by the way, mit einem Shader und so weiter. Und das kann ich mal gleich sagen. Aus dem folgenden Grund, ich habe voll viele FPS. Trotzdem machen wir mal. Ihr müsst das ignorieren. Ich bewege mich gerade schnell, deswegen. Weil ich mir jetzt eine neue Grafikkarte geholt habe, die RTX 3060 Ti. Ich wollte eigentlich erst eine 3080 mehr holen, aber es ist halt um Preis-Leistung ist die auch strong und ich bin, habe nicht gerade vor 4K, einfach 4K, keine Ahnung, Special 4K Dings zu spielen. Battlefield Special 4K und das zu streamen aufzunehmen und dadurch reicht mir das. Obwohl ich kann sogar das rein theoretisch 4K spielen, nur mein Monitor hat kein 4K. Also man versteht ungefähr, was ich glaube ich meine. Und ja, aber ich muss sagen, ich bin persönlich bis jetzt zufrieden, einfach was alles angeht. Ich habe alles, was ich bis jetzt geplayt habe, einfach tausendmal besser playen können. Und ich sammle hier nebenbei ein paar Blöcke, damit wir uns hier raufbauen können, Leute. Weil wir bauen ein paar Blöcke. Ich meine, wenn wir das Holz hier sammeln, ist schon mal gut. Wenn wir haben Silber und so weiter, ich würde sagen, wir gehen dann in eine Mine oder vielleicht in den Dungeon ein. Nur, ja, wir sollten das vielleicht so hier ungefähr machen. Herr Paul, ist hier ein Nametag? Ich hatte actually wie ein Nametag ausgegeben. By the way, nur so ein paar Infos. Wir haben hier alle das gleiche Texture-Pack hier drin. Ich meine, da ist nicht so viel anders, nur Kleinigkeiten. Das Vanilla Plus Texture-Pack heißt das, glaube ich. Und ein paar, bei denen das Leistung, von der Leistung her geht, haben einen Shader drin, wie ich. Ja, das ist gut. Dann können wir hier weiter schön abbauen. Hier, wupp. Wir haben schon ein bisschen heißen Schal schon mal nicht. Aber wir haben nur zwei. Ah, hier ist noch. Gut. Ich habe aber nicht vor, direkt reingehen. Ich möchte oben das noch holen und vielleicht in den Dungeon vorbeigucken, Leute. Und als Info, die ganzen Dungeons hier wurden custom fast gebaut. Ein paar gibt es, die gespawnt waren, aber 90% sind custom von ein paar Freunden von Paul gebaut oder ein. Und dessen kennt Paul selbst die auch nicht. Also es kann gut sein. Er meinte nur, dass die Mobs, was er so gehört hat, ziemlich teilweise lustig, nennen wir es mal lustig, könnten werden, wenn man gegen die fightert. Und das heißt, wir sollten uns ein bisschen Equip holen. Dessen habe ich auch nicht vor, überstürzt wo reinzurennen. Weil ich habe keinen Bock. Ich meine,
Man darf sterben, das ist wichtig zu erzählen. Man darf sterben, nur wenn man durch einen Spieler stirbt, ist man dann draußen erst. Aber so kann man sterben. Das heißt, ich könnte jetzt einfach von Creeper explodieren und lebt trotzdem noch. Also, ich glaube, das ist relativ gut erklärt. Und wir haben ausgetestet so um die 74 Block Radius, also so 70 bis 80, weil mir mit einem TB habe ich höher gestellt. Und alles sollte man uns hören. Also 74 ist mit ganz normal Standard. Wenn Voice Chat mit TPI 1, schätze ich mal, wird so maximal 80 sein. So 18 Block Radius jemanden hörst. Das heißt, wenn wir 80 Blöcke weiter unten sind, hört uns schon wieder nicht jemand. Oder so weiter. Gut, dann baue ich hier ein bisschen ab. Leute, wir haben schon relativ genügend Eisen gleich für eine Rüstung. Das ist mal strong. Okay, man sieht auch hier zum Beispiel Simple Ores hier drin. Da sind einige Mods drin. Ich höre eine Höhle. Deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig nebenbei. Aber es scheint schon alles wunderbar zu sein. Also, das ist gut, 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 Leute. Das bringt uns was. Das ist gut, 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 das ist gut. Okay, rein da. Ist nicht ein Iron Pick. Oh, pretty, nein, das hat noch keiner. Okay, Leute, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist schon mal gut. Die haben irgendein anderes Erz gehabt. Okay, hier, Max hat auch schon Iron. Ich bin gespannt, ob Max irgendein Deals oder so schon gefunden hat oder einfach so nur baut, abbaut. Das freue ich mich wirklich. Ich bin gespannt wegen mit Skelly und Battle, weil das ist so irgendwie, wir haben schon vorhin geredet, das wird interessant, falls wir, wir hoffen, dass wir beide so Richtung Finale noch leben, damit wir ein Battle können, haben so auf Ampere angelegt. Wir hatten ja dieses mega epische, nice Battle in Ampere im Finale, wo wir diese Minigames sozusagen gemacht haben. Und deswegen haben wir gemeint, das wäre doch cool, vielleicht interessant, wenn wir hier auch so ein Battle hätten wieder. Ich möchte vielleicht hier, wenn es ausgeht, erstmal hier rauf. Vielleicht geht es sich auch den hier, diesen Dungeon machen. Sonst können wir das in der nächsten Folge machen. Wir nehmen jetzt dann so viel wie möglich ein Stück auf. Und ja, okay, ich werde mir ein Schwert aus Mithril holen. Und hätten wir drei noch über. Die spare ich erstmal, glaube ich. Actually. Okay, dann haben wir schon mal ein besseres Schwert. Das ist gut. Was kann man daraus so bauen? Ich glaube, obwohl Rüstung weiß nicht. Ich weiß, du ist doch. Kann man auch. Gut, wir bauen uns einen Helm dann, würde ich sagen. Adamantium. Das ist glaube ich, noch mal stärker. Ich würde sagen, nicht, dass wir das vielleicht riskieren unbedingt. Okay, mal gucken, was. Oh, okay, hier sind die. Okay, nice. Leute, das ist nice. Das ist actually nice, das ist nice. Lederboots weg. 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben 4 Deals schon mal. Das ist cool, das ist cool, cool, cool. Und das Gute ist, diese Lootbags bringen auch viel. Mining Speed, ist die schneller als unsere? Ja, die ist einiges schneller als unsere. Ich weiß nicht, aber ob man die Erze mit abbauen kann. Das nehme ich dann mit mal. Here Brain joined the game. Okay, jemand hat einen Chance Cube Augen gemacht. Also aufgemacht, besser gesagt. Ich glaube. Was heißt denn Mate? Diamonds, okay. Okay, wir bauen es hier hoch, weil Leute, hier ist selbst wild, weil hier ist Wasser überall. Soweit ich weiß, Leute, können hier Blazes spawnen. Ich habe ungern, ehrlich gesagt, einen Fight mit Blaze. Ja. Deswegen gehen wir mal hier kurz drunter. Hier kurz mal chillig durchbauen. Dann loot mir alles. Gold geschmolz, Emerald Nuggets, Schneebälle, Eis. Und dir noch. Und das haben wir hier. Shield Pad, Favorite Air Nugget. Resistance gibt das. Das ist perfekt. Okay. Das ist perfekt, Leute. Es gibt uns Resistance. Also, strong. Schon mal strong, schon mal strong. Es gibt auch Quests hier, aber die kann man erst in der nächsten Folgen, dann in der nächsten Rennparts dann machen. Oh, wir haben einen Basic Case bekommen. Damage 9. Okay, uns haben wir früh geschaut. Das ist einfach mittlerweile jetzt schon überfällig wieder. Okay, ich glaube, Golden Case und Damage Plus. Das ist nochmal stärker, Leute. Weißt du das? Ich weiß nicht, ob es jemand von euch noch von Springs vielleicht kennt. Das macht, dass man so nachträglich Damage noch bekommt. Okay. Das ist schon mal interessant. Dann gehen wir hier rein. Machen wir sozusagen eine Ersatzrüstung hier rein, falls unser jetziger kaputt ist. Marker hier. Base 1 nennen wir es einfach, weil wir noch mehrere haben. Deswegen machen wir hier. Dann lassen wir das braten, hoffe ich. Bretas und in der Zeit würde ich sagen, schwimmen wir hier rüber. Deswegen, Leute. Zu sagen, was ist denn der eigentlich? Iron Nugget. Okay, wir haben Iron Nuggets hier. Die haben wir ins Inventar rein, instant. Wir haben Resistance für eine Minute, Resistance 2. Okay, okay. Seht ihr, Leute, guckt, Leute, wie schnell die dead sind, deshalb meine ich. Das ist schlau. Diamond Bullet. Brauchen wir safe noch. Udias? Gut. Hallo, Iron? Genau. Fallenden Bogen haben wir.
Golden Throwing Knife. Die können wir werfen scheinbar. Lass die mitnehmen. Rest können wir lassen. Ist hier noch was? Ich frage mich wirklich, ob hier noch was wäre. Cool wäre, wenn. Wenn nicht, wäre halb so wild. Ich glaube nicht, dass hier was drunter ist. Das ist, glaube ich, ein generierter Dungeon. Glaube ich zumindest, Leute. Ich werde es sagen. Also den haben wir hier. Ist es der, den wir... Dann könnten wir hier weiter... Osterbaum. Osterbaum, interessant. Die Leute, die waren halt mit diesem Schwert so easy zu holen. Wir sind ein bisschen leiser hier mal. Ich muss kurz gucken, wir sind bei 30 Minuten fast. Okay, Folge beendet. Okay, ich wollte gerade sagen, es muss gleich beendet werden. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis nächstes Mal und ciao. Leute!